Meine sehr verehrten Damen und Herren, Forschung leistet in diesen Tagen wichtige Beiträge, um Politik und Öffentlichkeit zu beraten und wirksame Medikamente und Impfstoffe zu entwickeln. Aber natürlich ist das nur die Spitze des Eisbergs, denn Forschung findet weiterhin in allen Disziplinen statt, wenn aktuell natürlich auch mit einigen Einschränkungen. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sorgen sich derzeit um die Durchführbarkeit und die Zukunft ihrer Forschungsprojekte. Die DFG, und das darf ich Ihnen wirklich versichern, nimmt diese Sorgen sehr, sehr ernst und hat bereits substanzielle Entlastungsmaßnahmen finanzieller und zeitlicher Art auf den Weg gebracht. Dazu gehören Ausgleichs- und Überbrückungsfinanzierungen, die Verlängerung von Ausschreibungen sowie von Stipendien für Doktorandinnen und Doktoranden. Weitere Unterstützungsmaßnahmen werden folgen und ich bin allen Beteiligten wirklich sehr, sehr dankbar, dass unsere Begutachtungs-, Bewertungs- und Entscheidungsprozesse auch aktuell sehr stabil und qualitätsgesichert ablaufen können. Das Amt der DFG-Präsidentin habe ich zu Jahresbeginn übernommen. Zuvor habe ich zu Fragen der Infektionsbiologie in verschiedenen Teilen der Welt, auch in Afrika, geforscht. In diesen Jahren habe ich gelernt, dass Wissenschaft, Politik und Gesellschaft eng zusammenarbeiten müssen, damit die Wissenschaft ihrem Zweck, den Menschen zu dienen, nachkommen kann. Dieser Grundsatz leitet auch aktuell unser Handeln. Deshalb haben wir bereits im März eine große fächerübergreifende Ausschreibung zur besseren Erforschung von Pandemien gestartet. Und auch weiterhin wollen wir Forschung nicht nur aufrechterhalten, sondern neue Impulse zu ihrer immer besseren Vernetzung und zu immer wieder grundlegend neuen Erkenntnissen setzen. In diesem Sinne bleiben Sie gesund, gelassen, aber auch zuversichtlich und bleiben Sie vor allen Dingen neugierig.